Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr mit der Treue gehalten habt. Ganz, ganz lieben Dank an alle Abonnenten, die 2 Wochen durchgehalten haben, ohne eine Kartenlegung von mir, beziehungsweise habe ich im Urlaub ja nur mal ganz kurz mich blicken lassen zu bestimmten Terminen und musste den Neumond einfach auch mit euch nutzen. Ich hatte ja auch viele Anmeldungen für das Ritual und da dachte ich mir, mache ich auch noch ein kleines Video. Aber jetzt bin ich wieder voll im Fieber. mir juckt es in den Fingern. Ich möchte unbedingt mit euch Karten legen. Ich bin schon ganz gespannt darauf, wenn man so eine Weile mal Abstand hat und nicht so viel gearbeitet hat wie die letzten Wochen. Dann ist das schon erstmal wieder ein bisschen kribbelnd und aufregend zu sehen, was da gerade in so einer allgemeinen Legung auf uns zukommt. Wir haben heute Samhain, das keltische Fest, wurde ein bisschen verhunepiepelt, so würden wir Sachsen es sagen, also etwas ins Lächerliche gezogen durch die kommerzielle Welt, die das Fest jetzt eher so zum Fasching der Neuzeit gemacht hat. Aber es ist einfach ein Fest, in dem wir den Ahnen gedenken, in dem wie an Portaltagen eben die Schleier auch sehr dünn sind und die Verbindung zur Anderswelt einfach gut ist. Ich habe euch irgendwann mal erzählt, dass ich mit meiner Großmutter einen sehr, sehr engen Draht hatte. Und für mich ist Samhain so der Beginn von 3 Tagen mystischer Zeit, in der ich sehr, sehr stark mit ihr kommuniziere. Im Rest des Jahres unterlasse ich es einfach, weil ihre Seele natürlich auch wieder neu inkarnieren darf und nicht zu sehr an ihr kleben möchte. Aber in der Zeit, Samhain aller Heiligen, aller Seelen, nutze ich die Gelegenheit der offenen Schleier, um auch mit meiner Großmutter wieder engeren Kontakt zu haben. Und das ist gerade jetzt, wo nach der Zeitumstellung alles schon ein bisschen früher dunkel wird, ist das eine sehr heimelige und eine sehr schöne Geschichte. Ich habe auch für euch, für alle diejenigen, die noch etwas zu klären haben mit jemandem, den sie auf dieser Welt nicht mehr erreichen können, das Ahnenritual am 2., also am aller Seelen, am Mittwoch ins Leben gerufen, mache ich nur einmal im Jahr. Wenn jemand dabei ist, der noch einen dringenden Wunsch abzusenden hat, der eine Kommunikation mit jemandem im Jenseits haben möchte, der kann sich gerne nochmal an mich wenden. Ich lasse nicht jeden dafür zu, weil das schon eine spezielle Geschichte ist und auch krasse Dinge passieren können, die ich auch schon erlebt habe. Von daher möchte ich immer noch mal vorher ganz genau wissen, worum es geht, aber gerade bei denjenigen, wo durch einen Unfall oder einen plötzlichen Herztod oder Menschen aus dem Leben geschieden sind, man sich nicht mehr verabschieden konnte oder bestimmte Dinge nicht mehr klären konnte, beziehungsweise auch mit dem heutigen Bewusstsein, was vielleicht ein anderes ist als vor 10 Jahren, bestimmte Sachen in einem anderen Licht erscheinen, da komme ich gern nochmal darauf zurück, euch Unterstützung zu geben, aber dafür bitte individuelle Anfragen an meine unten stehende WhatsApp-Nummer, E-Mail-Adresse, wie auch immer. Ja, jetzt bin ich schon voll im Thema drin. Ich wollte euch noch von meinem Urlaub ganz kurz erzählen. Ich habe euch ja schon die Steine gezeigt, die ich in Österreich gekauft habe. Ich habe neu dabei, einen neuen Kartenlegering, den ich mir zugelegt habe in Italien. Schaut mal, wie schön, gell? Ein Amethyst, der mich begleiten wird, nächstes Jahr, 2023, ist die Farbe Violett, das Göttliche, die Farbe der Wassermänner. Ich bin Wassermann, wie ihr wisst. Und der Amethyst ist sowieso der Stein der Wassermänner. Und ich konnte einfach nicht an diesem tollen Ring vorbeigehen. Also habe ich ein neues Kartenlegeinstrument. Und wir werden sehen, was es heute für die Kartenmischung bringt, weil natürlich meine Amethysthand auch die Karten in die Hand nehmen wird. Ja, geht heute alles ein bisschen durcheinander. Ich bin noch nicht so richtig da, wie ihr merkt, ne? Das ist immer mit diesem Ankommen und wieder so im Fluss sein, alles noch ein bisschen holprig. Ich habe mich vorhin schon bei euch bedankt, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Ich möchte mich jetzt nochmal bedanken bei der Katrin, die mein Haus gehütet hat und
mich nicht nur mit wundervollen Blumen, sondern auch mit Geschenken überrascht hat. Du bist echt verrückt, du, du liebe Nudel. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr, 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 sehr gefreut. Ich melde mich natürlich bei dir. Und ja, und ganz dolle bedanken möchte ich mich auch bei der Billy. Die Billy hat uns nämlich in der ersten Woche begleitet. Ich war in Leogang, in dem Ort, wo auch im nächsten Jahr Achtsamkeitsretreats stattfinden werden. Es wird zwei Termine geben, einer vor dem Sommer, einer nach dem Sommer, also ich glaube Juni und September. Genaue Daten gebe ich euch nochmal durch und ich habe einen ganz, ganz wundervollen Ort gefunden. In Leogang sind unglaubliche Energien. Die Verbindung zur Natur hat mir unheimlich gut getan, hat mich richtig loslassen können, hat mich richtig wieder in die Spur bringen können durch die Erdung und alles, was ich da draußen erlebt habe. Auch die tolle Bergtour, Billy, ne? Du hast uns die Gegend gezeigt. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Also erstmal lieben Dank, dass du mich dahin geführt hast, dass ich dort gelandet bin. Und zum anderen auch vielen Dank für die gemeinsame Zeit, die wir da verbracht haben. War echt schön. Wie gesagt, Achtsamkeitsretreats in der Form wird es im nächsten Jahr wieder geben. Da stellen wir die Verbindung zur Natur her. Wir beschäftigen uns mit der Atmung, mit Konzentrationsübungen, mit Meditation. Wer meditieren richtig lernen möchte, kann das in den 4 Tagen entsprechend auch erlernen. Und dann habe ich immer noch so ein paar Überraschungen dabei, die sich dann am Wegesrand ergeben, wo wir das ein oder andere gemeinsam trainieren, um einfach auch so ein paar Dinge an der Hand zu haben, um sich im Alltag einfach ein bisschen besser entspannen zu können, leichter in die Mitte zu bringen. Na, viele fragen mich immer, du sagst, oh, geh in die Stille, geh in deine innere Mitte, wie mache ich das? Das und diese vielen anderen Dinge darum erlernt ihr in so einem Achtsamkeitsretreat, in so einem kurzen Seminar, wo wir uns einfach sehr stark mit euch beschäftigen, wo sich jeder genügend Zeit für sich nehmen kann, wo ich, wie gesagt, euch ein paar Sachen, ein paar Handwerkszeuge an die Hand gebe, wie das Leben ein bisschen leichter werden kann. So, das Leben ein bisschen leichter machen. Ich habe noch ein paar Überraschungen für euch. Wir werden ab dem 1.11. bis zum 22. Januar fast alle Planeten rückläufig erleben. Das heißt, es kommt neben der zunehmenden Dunkelheit, die wir gerade seit der Zeitumstellung haben, eben auch die Schwere über eine andere Richtung hinzu. Ja? Also ein rückläufiger Saturn, der uns wieder in unsere Grenzen führen wird, wird auch etwas schwermütiger, etwas trauriger und so weiter werden. Ich habe für die nächsten Monate, nämlich November, Dezember, Januar, für die 3 Monate, wo die Rückläufigkeit der Planeten extrem ist, eine Begleitung, ähnlich wie zu dem Portaltagskorridor vorgesehen, die immer in einem Vollmondritual mündet. Ja? Genauere Informationen findet ihr unten in der Infobox, schreibe ich euch nochmal rein. Es ist sozusagen in jedem Monat eine Begleitung von 7 Tagen vorgesehen. Die am Portaltagskorridor dabei sind oder dabei waren, wissen, wie das funktioniert. Ihr bekommt jeden Morgen von mir eine Tagestarotkarte, eine persönliche geschickt. Ich sage euch, was für den Tag der Plan ist, beziehungsweise an welchen Themen ihr knabbern dürft, auf was ihr achten dürft in eurem Umfeld. Und alles das, was nicht gelöst werden kann, schicken wir am Abend über eine kleine Räucherung schon ins Universum. Aber alles das, was geballte Ladung schwermütig zusammenläuft, wird am Vollmond, am 8.11., am 8.12. oder am 7. Januar dann entsprechend komplett abgegeben. Es ist eine Zeit, in der ich euch unterstütze, indem ich euch eine tägliche Hilfestellung über 7 Tage gebe und beim Loslassen helfe, weil diese Rituale wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind, um diese Schwere aus der Verbindung zu nehmen. Aber es ist nicht immer nur der Seelenpartner, es ist nicht immer nur die Liebe, worum es geht. In der heutigen Zeit, wenn es um Job und Finanzen geht, ist auch gerade alles nicht so einfach zu handeln. Also alle Themen werden angesprochen, je nachdem, was euch gerade berührt, was euch gerade schwer am Herzen liegt. Ja?
Diese Begleitung biete ich an. Wie gesagt, das Ahnenritual 2.11. Vollmond haben wir am 8.11. den nächsten. Ne? Also schon in den Korridor. Geht mit aller Seelen los jetzt im November. Wer im November teilnehmen möchte, bitte kurzfristig unten Bescheid geben. 7 Tage, wie gesagt, läuft diese Begleitung. Ja, und dann habe ich den Neumond, den 25.10. Neumond im Skorpion, der unter dem Zeichen der Venus, also die Venus ist der Planet, der den Skorpion begleitet, und die Venus war sehr stark im Einflussbereich. Es haben einige mit Herzflattern, mit Kribbeln, mit Reaktion vom Liebsten gemerkt. Plötzlich und unerwartet kam eine Nachricht. Und ja, diese Zeit habe ich einfach genutzt, um mir Instagram und Facebook zuzulegen. Und ja, auch unter dem Blickwinkel, ne, so wie ihr das auch handhaben könnt, es ist mein neues Projekt oder es ist meine neue Intention, euch auch darüber zu begleiten, weil mich sehr viele danach gefragt haben, warum findet man dich nicht auf Facebook, auf Instagram, whatever es noch gibt, Social Media. Ich habe es bisher vermieden und habe mich nach langer Besinnung dazu durchgerungen, diese Kanäle auch zu öffnen. Weiß aber noch nicht so richtig, was damit anzufangen. Ihr findet mich natürlich, wenn ihr mich sucht, unter Anke Seliger, aber auch unter seliger.leben. Meine Internetseite ist www.seliger-leben.de. Seliger mit 2 E. Also, wer da mal nachschauen möchte, kann das gerne tun. Wer mit mir darüber in Kontakt treten möchte, kann das auch gerne tun. Wie gesagt, ich bin dann noch ein bisschen unbedarft und habe da überhaupt keine Ahnung, was ich damit alles machen kann und was vor allem ihr auch damit wollt, was ihr sehen wollt von mir auf Instagram, auf Facebook, was auch immer. Ob das jetzt kleine Tageslegungen sind, ob das zu speziellen Terminen spezielle Sachen sind. Und deswegen habe ich mir überlegt, kleines Gewinnspiel auszuloben. Schreibt mir einfach in den nächsten Videos in die Kommentare rein, was ihr sehen wollt auf Instagram und oder Facebook. Fotos, Videos, zu welchen Themen, Kartenlegung, was auch immer euch dazu einfällt. Ich bin ganz gespannt, was da kommt. Ich kann es, wie gesagt, für mich noch nicht so richtig sortieren. Der Account ist eröffnet, aber so richtig genutzt habe ich, wie gesagt, noch nicht. Sind für mich alles noch böhmische Dörfer. Da sind meine Kinder fitter als ich. Aber wie gesagt, das ist ein Instrument, um mit euch in Kontakt zu treten, weil ihr danach gefragt habt. Deswegen sagt mir einfach, was ich da machen soll, was euch erfreut, was euch das Herz erfreut, ja, was euch das Herz hüpfen lässt, was euch gefällt. Was auch immer es sein mag. So, ne? Gewinnspiel. Jeder, der in den Kommentaren mir eine Anregung gibt, was auf Instagram oder Facebook passiert, kommt in eine Verlosung. 3 Teilnahmen für das nächste Vollmondritual werden verlost. Gut, ganz, ganz viel gelabert, aber manchmal macht es auch einfach Sinn. Ich bin, wie gesagt, froh, dass ich wieder da bin. Ich freue mich, dass ihr nicht davongelaufen seid, dass ihr gewartet habt, bis ich mich ein bisschen regeneriert habe. Und an alle, die noch keine Nachricht von mir bekommen haben, ich musste mich einfach wirklich mal ein paar Tage rausnehmen. Ne? Die erste Woche habe ich noch versucht zu reagieren und Nachrichten zu beantworten, die ihr mir geschickt habt. Aber es ist einfach so eine Vielzahl, die ich im Urlaub nicht handeln kann. Ne? Also im Urlaub ist für mich die Zeit, wo ich auch was für mich tun muss, wo ich runterkommen muss, wo ich Abstand kriegen muss zu dem, was ich mit euch mache. Und deswegen habe ich dann in der zweiten Woche auch beschlossen, mal auf Tauchstation zu gehen. Wundert euch nicht, wenn ich euch also noch nicht geantwortet habe. Das wird sich in den nächsten Tagen alles ergeben. Jeder bekommt seinen Termin, den er haben möchte, und ansonsten auch alle anderen Anfragen, die bilateral gekommen sind, werden natürlich beantwortet. Gut, los geht's. Meine Lieblingsengel, die Seelenengel, sind wieder dabei. Und ich möchte eine Botschaft von den Seelenengeln für dieses Reading für heute haben. Für unser Sunday Reading. Ich tue mich noch ein bisschen schwer mit Mischen, ihr merkt das, ne? Durch jeden Tag Tageskarten.
eingestellt habe. Ich habe schon jeden Tag Karten gemischt, so ist es nicht, aber irgendwie aus der Übung. Der Engel der Geduld. Am Ende der Geduld wartet der Segen. Am Ende der Geduld wartet der Segen. Ja, überstürze nichts, bleibe im Vertrauen. Du darfst vertrauen. Die Situation ist nicht so kompliziert und schwierig, wie du sie selber siehst. Auch wenn du lange nichts gehört hast, auch wenn lange Stille auf der anderen Seite herrschte, die Stille ist gut für die Entwicklung, die Stille ist gut für die Heilung. Der Segen wartet auf dich. Es ist nicht vorbei. Es ist genau das, was du dir wünschst, ist da. Aber deine Aufgabe ist, dich zurückzuhalten, in Geduld zu üben, ruhig zu bleiben, dich mit dir selber zu beschäftigen, danach zu schauen, warum bist du in dieser Situation, was will dir das Universum damit sagen, woran darfst du arbeiten, was ist deine Lebensaufgabe. Das sind alles diese Themen, die da noch mit hochkommen. Ne? Also Geduld ist immer leicht hingesagt und jeder sagt, oh, ich will geduldig sein. Aber die Geduld hat auch ihr Gutes für sich. Es sind dann einfach die Dinge noch nicht passend. Es ist noch nicht die richtige Zeit. Und deswegen ist Geduld gefragt. So, ich möchte aber gerne mit euch ein karmisches Kreuz auf euch und euren Liebsten legen. Du als Zuschauer bist die Dame, dein Gegenüber ist der Herr. So war es und so bleibt es. So soll es sein. So, wir nehmen die Gilded Jewelry Lenormand-Karten von Giro Macchetti und wollen als erstes wissen, ich habe heute so viele Kerzen hier auf dem Tisch, seht ihr das? Kommen die jetzt ins Bild? Naja, ich glaube nicht, ne? Nicht so richtig. Muss ja noch ein bisschen Platz für die Karten lassen. So. Soll ja auch ein bisschen romantisch und mystisch werden. Als erstes legen wir auf seine Gedanken. Was denkt dein Gegenüber? Tja, mit der Schlange haben wir da schon wieder mehrere Möglichkeiten in einer Allgemeinlegung. Was denkt dein Gegenüber? Dein Gegenüber hat als erstes noch die Schlange im Kopf. Die Schlange, die dafür stehen kann, dass da noch eine andere Partnerin ist, die ihm vielleicht das Leben schwer macht, die es kompliziert macht mit dir, die zu Verstrickungen führt, weil du im Grunde genommen erstmal nur die Affäre für ihn bist. Also er ist sich noch nicht so ganz sicher, wenn es eine andere Frau sein sollte, was er mit dir sozusagen weiter anfangen wird, wie es mit euch weitergehen soll. Das ist ihm noch nicht ganz klar. Er wünscht sich aber positive Veränderungen mit dir. Nächste Möglichkeit. Es gibt keine andere Frau. Dann steht die Schlange einfach dafür, dass es in seinem Köpfchen total kompliziert erscheint, mit dir neu zu starten, mit dir positive Veränderungen herbeizuführen. Es gibt irgendein Hindernis, das zwischen euch liegt, was es einfach kompliziert macht. Und da möchte ich jetzt eigentlich, also es ist ähnlich wie in der persönlichen Legung, falls es, wie gesagt, keine Frau sein sollte, möchte ich gerne mal darauf fragen, was macht es so kompliziert? Ich nehme jetzt mal aus dem Breitenstein-Tarot eine Karte. Warum denkt er, ist es mit dir kompliziert? Was ist so schwierig? Er hat Kummer, er hat Sorgen, er ist vielleicht depressiv. Ja, vielleicht geht es einfach, kriegt das im Kopf nicht klar mit dir. Ja? Vielleicht kennt er diese Form der Liebe nicht. Es kann eine Geschichte sein, dass er, also dass es ein Selbstwertthema für ihn ist, ja? Dass er selber sich nicht wert ist, diese Beziehung einzugehen. Die 9 der Schwerter steht einfach wirklich für eine tiefe Traurigkeit, eine tiefe Depression. Er kann es sich einfach nicht vorstellen mit dir, weil so schön, wie es mit dir ist und so einen tollen Menschen, wie er mit dir erlebt, hat er bisher noch nicht kennengelernt. Und deswegen fällt es ihm einfach schwer, daran zu glauben, dass das Glück auf ihn wartet. Und die zweite Karte, die sich umgedreht hat, ist die 8 der Kelche.
Das ist ja der Abschied schweren Herzens, genau. Beide Karten zusammen ergeben natürlich das Bild, was ich vorhin schon sagte. Also es ist eher ein Selbstwertthema bei ihm. Warum sieht er eure Verbindung so kompliziert? Er sieht sie deshalb so kompliziert, weil er Angst davor hat, sich aus seiner Komfortzone rauszubewegen, ja? Sich mit dir, diesen tollen Menschen, einzulassen. Und dann sagst du nach einer kurzen Zeit, habe ich mir aber anders vorgestellt. Irgendwie scheint es doch nicht der Ritter auf dem weißen Pferd zu sein. Irgendwie habe ich mir einfach anders vorgestellt. Einfach, er kann mir nicht das bieten, was ich glaube, was ich mir vorstelle. Das sind seine Gedanken. Ja? Also an sich hat er mit sich ein Problem und nicht mit dir und eurer Verbindung. Ja? Er traut sich einfach nicht zu, das Glück anzunehmen, was du ihm entgegenbringst. Und er hat Angst davor, dass er mit dir eine kurze, schöne Zeit erlebt und dann bist du wieder weg. Er hat Angst vor der Liebe, er hat Angst vor dem Zusammensein, er hat Angst davor, sein Leben mit dir, für dich zu verändern und dann bist du wieder weg. Das sagen die beiden Karten. Ja, also das ist das, was er im Kopf nicht klar kriegt, was ja auch ein psychisches Thema einfach ist. Ne? Ja, so ist es. Jetzt haben wir es auf jeden Fall klargestellt. Das habe ich übrigens ganz häufig im persönlichen Leben. Ne? Also es ist im Seelenpartnerprozess ein häufiges Thema, dass es an sich um den Selbstwert von meinem Gegenüber geht. Ne? Dass er die Liebe nicht zulassen kann. Und ganz häufig steckt ein Mutter- oder Vaterthema dahinter. Was geht in deinem Kopf vor? Was denkst du? Ja, du siehst, dass es nicht vorwärts geht. Ne? Mit dem Berg ist da Stillstand in eurer Verbindung, da schaust du drauf, du sagst, meine Güte, wie soll der das nur schaffen, über diesen Berg zu kommen? Ja? Wie soll das nur funktionieren? Für dich ist eure Verbindung gerade eine schwere Last, eine schwere Bürde. Ja, du gehörst vermutlich zu denen, wo es jetzt in der dunklen Jahreszeit auch echt wieder schwer ams Herz wird. Ja? Weil einfach das, was du geglaubt hast, was du dir vorgestellt hast, in diesem Jahr noch nicht erreicht wurde, in diesem Jahr noch nicht passiert ist. Ne? Das Thema Geduld ist gefragt und Geduld kannst du schon nicht mehr hören. Es hat einfach schon ganz schön lange gedauert, an diesem Punkt zu sein wie heute. Und ja, wenn du es mit klarem Menschenverstand anschaust, siehst du eher die Hindernisse als die Liebe zu ihm. Ja? Du fühlst vielleicht, da gucken wir gleich rein. Aber im Kopf siehst du einfach, dass es total schwer ist, dass es überhaupt nicht vorwärts geht, dass es dich einfach annervt, die ganze Situation. So, mach mal weiter mit deinen Gefühlen. Was fühlt er? Was fühlt er? Er hat Sehnsucht nach dir. Er hat große Sehnsucht nach dir und möchte gern die Hindernisse überwinden. Ja? Also das, was er als Schwierigkeit in seinem Kopf sieht, seine Logik, sein Verstand sagt, sie tut dir weh, lass es nicht zu, zieh dich zurück. Und sein Herz sagt, ich habe aber Sehnsucht nach ihr. Ich möchte gern dieses Glück mit ihr wieder erleben. Und wenn es auch nur das kurze Glück ist, das kleine Glück ist. Ja, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Ne? Kopf und Herz sind hier total in Differenz, zeigen deutlich den Unterschied auf, dass der Kopf sich immer Dinge zusammenreimt, die gar nicht der Realität entsprechen, beziehungsweise wo er Dinge vorwegnimmt, für dich denkt, glaubt zu wissen, was passieren wird mit euch. Und das Herz ist einfach weich und fühlt das, was die Liebe ausmacht. Ja, sehr schön. Was ist bei dir los auf Herzebene? Hast du auch Sehnsucht? Na klar, hast du Sehnsucht. Wenn es nach deinem Herzen geht, möchtest du gern über die Brücke gehen, möchtest du gern einen Weg zu ihm finden, wünschst du dir, dass er einen Weg zu dir findet, weil du hättest gern eine festere Verbindung mit ihm. Du wünschst dir wirklich, mit ihm ein tolles Paar zu sein, eine runde Sache daraus zu machen, zu strahlen, erfolgreich zu sein. Die Fülle zeigt sich auch mit dem Ring. Ja, also, wenn es nach dir geht, wärst du mit ihm schon gern zusammen. Das sagt dein Herz. Was
steht zwischen euch? Was verbindet euch? Was trennt euch? Was gibt es als Hinweis? Ihr habt beide Kummer und Sorgen. Ja klar, er hat auch Sehnsucht nach dir. Er ist vermutlich im Rückzug. Er ist vermutlich in der Stille. Du hörst gerade nichts von ihm. Aber das ist nicht leicht für ihn. Ja? Er macht es sich im Kopf selber schwer. Und das Herz tut weh. Das ist so. Ja? Das bereitet ihm Kummer und Sorgen, dass er keine Lösung sieht für eure Verbindung. Weil du bist ihm wichtig. Er möchte schon gern diesen Neuanfang mit dir, ne? Aber er kriegt es, wie gesagt, aktuell noch nicht auf die Reihe. Weil es ist der aktuelle Stand, ja. Es fühlt sich für euch beide nach Verlust an. Das ist eine Karte, die zwischen euch beiden liegt, ebenso wie Kummer und Sorgen. Die Mäuse besagen, dass er glaubt, dich verloren zu haben und du glaubst, ihn verloren zu haben, ja. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie es denn hier weitergeht. Da haben wir die Wunscherfüllung. Da haben wir den Brunnen, der besagt, dass das, was jetzt noch dunkel ist, ins Licht gebracht wird. Dass das Licht für eure Verbindung wieder aufgehen wird. Ja, dass die Sonne wieder scheinen wird. Dass es wieder warm ums Herz werden wird. Es ist nur eine zwischenzeitliche Durststrecke. Es ist noch Geduld gefragt. Denn der Segen wartet nach der Geduld. Ja, das haben die Engel gesagt. Sehr schöne Botschaft. Unterm Deck haben wir die Kursänderung. Wie so oft in den letzten Legungen, bevor ich mich verabschiedet habe, war der Kompass immer wieder ein Zeichen dafür, dass es Veränderungen geben wird. Und ich gebe euch Brief und Siegel, dass es Veränderungen geben wird nach dieser langen Zeit der rückläufigen Planeten. Egal auf welchen Lebensbereich ihr das wünscht. So, wollen wir nochmal, ich nehme noch die Tarotkarten, mich juckt es gerade noch, ich habe vorhin die Tarotkarten genommen, um zu klären, was die Schlange zu bedeuten hat. Ich möchte über die Tarotkarten gerne noch wissen, wie es mit euch weitergeht. Ja? Nehmen wir uns heute mal ein bisschen mehr Zeit. Das waren zu viele, das war ja der halbe Stapel. Eine haben wir schon, ich möchte gerne mindestens noch eine weitere. Das runterfällt kein weg. Ja, da haben wir noch zwei weitere Karten. Wie geht es mit euch weiter? Wir haben das, was gerade aktuell angesagt ist. Kummer und Sorgen haben wir hier, ne? Die werden über die fünf der Kelche ausgedrückt. Aktuell ist es noch eine Phase, die nach Schmerz, nach Verlust, nach Sorgen, nach Angst aussieht, ja? Du fühlst dich gerade nicht glücklich, du fühlst dich gerade nicht frei, du fühlst dich gerade nicht Herr deiner Sinne. Du denkst, jeden Morgen ist der erste Gedanke an ihn, jeden Abend der letzte Gedanke an ihn, aber du findest keinen oder hast keinen Plan, wie es weitergehen darf. Weil er im Rückzug ist. Mit dem Eremiten ist deutlich angezeigt, dass für eure Verbindung aktuell Rückzug herrscht. Na klar, er kriegt es im Kopf nicht klar, er fühlt für dich, kann aber kopfmäßig keine Lösung finden oder hat sie bisher noch nicht gefunden. Deswegen ist er im Rückzug, um sich seiner Gefühle, seiner Gedanken bewusst zu werden, um zu wissen, was der nächste Schritt sein wird. Und dann haben wir noch die zwei der Stäbe. Es wird eine Entscheidung geben. Es wird abgewogen werden, in welche Richtung man gehen wird. Ne? Also wir haben ja auf die nächste Woche gelegt. Aktuell lässt er sich Zeit, ist im Rückzug, ist total traurig, aber es wird hier weitergehen. Ja? Also nicht nur mit der Karte Wunscherfüllung, sondern auch mit der 2 der Stäbe, dass man einfach in die Entscheidung wiederkommen wird, dass man eine Entscheidung treffen wird. Kommt nach einer geduldigen Phase der Segen. So, jetzt habe ich es oft genug gesagt. Jetzt nehmen wir mal noch die Engel dazu, die Engel der Liebe von der Doreen Virtue. Ich würde gerne noch wissen, was sagen die Engel der Liebe zu eurer Verbindung? Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Ja, jeder, der die Gelegenheit hat, kann sie natürlich nutzen. Ich weiß, dass viele von euch diese Gespräche gern hätten, aber einfach auf der anderen Seite
mit dem Rückzug auch klar ist, dass man aktuell nicht gesprächsbereit ist, dass man sich nicht beeinflussen lassen möchte, dass man selbst Kopf und Herz in Einklang bringen möchte. Nehmen wir noch das Seelenpartner-Orakel von der Angela Hartfield. Ich habe eine Karte beiseite gelegt, warum auch immer. So. Was sagt uns das Seelenpartner-Orakel? Romantische Liebe. Überhäufe den Menschen, den du liebst, mit deiner Aufmerksamkeit und Zuneigung. Ja, für alle diejenigen, die aktiv werden möchten, heißt das natürlich liebevolle Nachrichten, liebevolle Gespräche von Herz zu Herz, liebevolle Telefonate. Für alle diejenigen, die sagen, nö, ich lasse den jetzt mal im Rückzug, ich lasse den mal in der Stille, er soll mal seine Themen für sich klar kriegen, heißt das natürlich, ihm liebevolle Gedanken zu schicken. Ja? Also es bringt nichts, auf jemanden wütend zu sein und zu sagen, so ein Arsch kommt nicht aus dem Knick, warte hier Monate, kann sich nicht entscheiden, ist nichts für mich, dann wird auch nichts passieren. Ja? Aber wenn du selber an eure Liebe glaubst, wenn du selber im Vertrauen bleiben kannst, dann schicke ihm Liebe. Dann schicke ihm liebevolle Gedanken und sage ihm, wie wichtig er für dich ist, wie sehr du ihn liebst und dass du ihm alle Zeit der Welt gibst, um seine Dinge zu regeln, um klar zu sehen, was mit eurer Verbindung los ist. Das hilft immer wieder und zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, euren Partner zu segnen. Das ist auch eine sehr liebevolle Art und Weise, mit ihm umzugehen und ihm zu sagen, dass er auf den richtigen Moment wartet und dass er natürlich den richtigen Moment finden wird, wenn es Zeit ist für eure Verbindung. Gut, haben wir es soweit. Also, nochmal ausdehnen, Karmschenkreuz heraus, Wunscherfüllung. Es wird wieder heller, es wird die Sonne wieder scheinen. Ja, wir haben noch ein paar Tage goldenen Herbst, vielleicht ist es das schon die Zeit für dich und ansonsten wirst du auch eine dunkle Phase überstehen und es wird wieder schön werden mit ihm. Es ist nicht vorbei, auch wenn ihr beide aktuell das Gefühl habt, dass der andere weg ist. Er hat Sehnsucht nach dir und es wird Veränderungen geben. Die Sehnsucht bringt alle in Bewegung, so ist es einfach. Es dauert nur ab und an seine Zeit. Gut, ihr Lieben, die erste Legung nach meinem Urlaub zum Samhain, zum lieben Erntedankfest der Kelten, zum Kürbisfest, zum, manche sagen Halloween dazu. Ich sag's ungern, weil es für mich, wie gesagt, so eine Lächerlich-Macherei eines wunderbaren alten keltischen Brauchs ist. Und egal wie ihr es nennt, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Gruselt euch nicht, es gibt keine gruseligen Dinge. Es wird alles gut, wenn ihr den Glauben an die Liebe nicht verliert, wenn ihr der Liebe die stärkste Macht überlasst, wenn ihr alles in Liebe regelt, dann wird sich alles so regeln, wie es für dich bestimmt ist und du brauchst keine Angst vor dem zu haben, was auf dich zukommt. Du brauchst keine Angst vor dem zu haben, was gerade passiert. Egal, ob es die Liebe betrifft, ob es die Finanzen betrifft, ob es deinen Job betrifft. Es kommt alles so, wie es für dich richtig ist. Gut, machen wir Schluss. Kann mich gar nicht von euch trennen, aber dann kommen wieder die Kommentare. Hast du viel gelabert? Ich weiß. Ich melde mich diese Woche nochmal mit der versprochenen großen Plattlegung. Die hole ich natürlich nach. Ihr müsst nicht warten bis zum nächsten Vollmond. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.